Was ist denn jetzt mit dem Backshop? Macht ihr jetzt auf oder was? Hallo? Wird jetzt sogar Quark essen. Backshop. Backshop. Backshop sagt man nicht, oder? Backshop, nein, so weit ist es noch nicht. Sagt keiner Backshop. Wenn Sie einen erwischen, hauen Sie mal runter in meinem Namen. Backshop. Ich werde ja schon verrückt, wenn ich höre MSN. MSN, ich kaufe immer bei MSN. Amazon, Schluss. So wie Suchard genauso. Suchard, da kommst du nicht weiter. Wenn du sagst, ich hätte gerne eine Suchard, die kriegst du nicht. Die Toblerone und die Suchard, Schluss. Suchard, Suchard, so frankophilistisch, oder? Da kommst du ja ganz schräg drauf. Wenn du in diese Richtung weiterdenkst, ich habe neulich ein Wort gelesen, dachte, was ist das denn? Noch nie gehört. Je mange l'âge. Je mange l'âge. Das war die Gemengelage. Es gibt Dinge, die mache ich immer falsch. Es gibt Dinge, die mache ich immer wieder falsch. Wenn ich jetzt beispielsweise bei meinem Italiener einen Salat mitnehmen will, ohne alles, dann sage ich immer Naturello prego, senza olio prego. Und dann schaut er mich immer an und sagt, willst du nicht ein Gemachte? Er versucht mir beizubringen, wie es richtig heißt. So weit ist gekommen. Willst du nicht dann Gemachte? Ich habe schon, was habe ich schon alles gesagt? Balsamico niente prego. Nixto Dressing, ja. Er sagt immer, willst du nicht dann Gemachte? Sag du gleich. Sagst du, was willst du, dann kriegst du. Wobei durch ausländische Einwirkung ist das Deutsche ja schon farbiger geworden, muss man sagen. Ja. Also ich hatte einen Kollegen im Gartenbau, der hatte eine sehr zackige Art, Deutsch zu reden. Was ist denn mit dieser Maschine los? Was soll er denn machen, der Maschine? Was soll er denn machen, der Maschine? Das Grasmähen ist doch der Wahnsinn. Mäh, der Gras, da ist er der Wahnsinn. Gar nicht mehr Wahnsinn, sondern nur noch Wahnsinn. Mäh, der Gras, da ist er der Wahnsinn. Für mich klang das deutscher. Das klang zackiger, das klang deutscher. Ich muss ja das ganze Laub noch wegmachen. Ich muss ja das Schieb der Laub, der Scheiß. Auf der anderen Seite, wenn wir versuchen, ausländisch zu sprechen, das geht so oft ins Hemd. Gibt Sachen, die können wir nicht, ja? Jack Kerouac beispielsweise. Die kriegen wir nicht hin. Jack Kerouac. Oder die Queen Elizabeth. Elizabeth, obwohl es sie schon so lange gibt, ja? Die Queen Elizabeth Beth. Oder die Zeitung Men's Health. Men's Health. Aber auch Sachen, die wir können müssten, also wie die Diözese, die Ökumene, Homöopath, oder fluoreszieren. Das ist das sauschwer, da reg ich mir die Zunge aus. Fluoreszieren. Wobei der normale Missverstuss ja schon schlimm genug ist. Ich hatte letztes Jahr so schwierig mit dem Pharanfänger. Der Pharanfänger ist mir so oft begegnet. Ich denke, was ist das, der Pharan? Der Pharan ist doch eine Echse. Die schreibt sich doch nicht mit F. Der Pharanfänger, ja. Ohne Bindestrich war ich aufgeschmissen. Genauso wie das rotzigelige Reihenhaus. Wer kauft sich denn sowas, habe ich mir gedacht, das ist ein rotzigeliges Reihenhaus in der Gegend, wo sich Schleimfuchs und Rotzigel gute Nacht sagen oder was? Das Rotziegelige natürlich, ja. Heute war in der AZ gestanden, dass die Hofflohmärkte verschoben werden. Hofflohmärkte, ja. Das. Am schlimmsten war die Alpinski-Spartage. Alpinski-Spartage, das war auf einem Werbebanner quer über dem Schaufenster von einem Sportgeschäft. Ab heute Alpinski-Spartage. Hab ich gedacht, ey, das ist eine polnische Band, da gehe ich hin. Das waren Alpinski-Spartage.